So, wir kommen diesmal zum Thema Rhythmusstörungen im Gedicht, die durchaus künstlerisches Mittel sein können. Jeder weiß ja, Gedichtanalyse heißt auch Rhythmusanalyse. Wir haben dazu auch hier ein Video gemacht, was man bei YouTube abrufen kann. Da wird das also erklärt. In der Praxis aber stellt man dann doch fest, dass das selten von Bedeutung ist. Ne? Man analysiert das eben hier, der Mondenschein verwirrt. Das ist also ein dreihebiger Jambus hier, weil das mit einer unbetonten Silbe beginnt, dann in eine betonte mündet und das wird dann ständig wiederholt. Aber dann vergisst man das normalerweise auch. Und es wird selten in Interpretationen darauf eingegangen. Und wir haben hier ein Gedicht von Eichendorff gefunden, an dem man wunderbar zeigen kann, dass das auch anders geht. Wir lesen das mal einmal vor, damit das mit dem Rhythmus so ein bisschen klar wird und betonen das entsprechend. Der Mondenschein verwirret die Täler weit und breit, die Bächlein wie verirret gehen durch die Einsamkeit. Da drüben sah ich stehen den Wald auf steiler Höhe, die finstern Tannen sehen in einen tiefen See. Ein Kahn wohl sah ich ragen, doch niemand, der es lenkt, das Ruder war zerschlagen, das Schifflein halb versenkt. Das hört sich ein bisschen komisch an natürlich, aber in der Praxis muss man das so machen, das ist am einfachsten. Man kann auch dabei mit den Händen entsprechend dann der Mondenschein verwirret, so einen Marschrhythmus da versuchen zu überprüfen und dann stellt man eben fest, ob es ein regelmäßiger Wechsel ist. Und wenn das regelmäßig wechselt, dann muss man nur noch gucken, wenn es mit einer unbetonten Silbe beginnt, ist es ein Jambus, so sagen wir spaßeshalber immer, weil man sich das besser merken kann. Andersherum wäre das eben dann ein Trocheus, und das sind eigentlich die beiden am häufigsten vorkommenden Rhythmen. Auf die blaue Färbung gehen wir nachher noch ein. Das Rote hier soll nur deutlich machen, dass inhaltlich hier schon Gefahren, Probleme auftauchen, verwirrt, verirrt und hier sogar ein Kahn wohl sah ich ragen, doch niemand, der es lenkt, das Ruder war zerschlagen, das Schifflein halb versenkt, also ist ein Unglück passiert in dieser doch eigentlich romantischen Umgebung. Es können auch Opfer dabei entstanden sein. Und in der vierten Strophe merkt man dann, woran es liegt, nämlich eine Nixe auf dem Stein. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Das Schifflein halb versenkt, da oben sieht man es noch, eine Nixe geht aber nicht. Sondern wir haben hier zwei unbetonte Silben und dann erst eine betonte, der Rest ist dann normal. Nixe auf dem Steine flocht dort ihr goldnes Haar, sie meint, sie wär alleine und sang so wunderbar. Das heißt, diese Nixe verhält sich hier also ganz traditionell. Sie macht das, was die Romantiker auch tun, sprechen von goldenem Haar, finden wunderbar und solche Dinge, alles ganz schön. Aber Vorsicht, ne? Hier ist also eine Gefahr. Diese Nixe ist hier als Störung präsentiert. Und das geht dann auch weiter. Sie sang und sang, völlig in Ordnung, aber dann. Sie sang und sang in den Bäumen, geht natürlich nicht, sondern sie sang und sang in den Bäumen. Und Quellen rauscht es sacht und flüsterte, alles noch in Ordnung, und flüsterte wie in Träumen. Das stimmt ja nicht so ganz. Und flüsterte, doch, wie in Träumen. Doch, ist hier richtig, ne? Da hat man eine doppelte, unbetonte Silbe und das darf eben nicht sein. Ansonsten alles romantisch, mondbeglänzt und Quellen rauschen sacht, wie es halt bei Eichendorff so ist. Und man wird erinnert hier, wir haben das aufgenommen, an die Sirenen aus den antiken Sagen, die die Seeleute so in ihren Bann zogen, dass sie umkamen. Oder auch die Lorelei am Rhein, die von Heinrich Heine ja so schön besungen worden ist und vielen Seeleuten dann zum Verhängnis geworden ist. Und man sieht hier, es gibt eine Beziehung, hier deutet sich das Unheil bereits an und hier taucht es auf im Zusammenhang mit der Nixe. So, dann haben wir die letzten beiden Strophen. Ich aber stand erschrocken, erschrocken, ne, ist ja auch eher etwas Negatives, denn über Wald und Kluft, jetzt wird spannend. Klangen die Morgen, geht nicht, ne? Klangen die Morgen, sondern klangen die Morgenglocken. Das kann man jetzt einerseits so interpretieren, dass er so etwas von der Nixe noch beeinflusst ist. Auch bei ihm, dem lyrischen Ich, taucht das jetzt auf.
Gleichzeitig kann man das aber auch als eine zweite Störung verstehen hier, denn diese Morgenglocken, die retten ihn, das lyrische Ich, wie man in der letzten Strophe dann sehen kann. Und hätt ich nicht vernommen den Klang zu guter Stund, wär nimmer mehr gekommen aus diesem stillen Grund. Er wäre nie mehr rausgekommen aus dieser Nixon-Umgebung. Das heißt, wir haben hier insgesamt, wir können das hier in der letzten, hier haben wir noch eine Übersicht nochmal, da sieht man ganz viel blaue Stellen, das sind alles Motive der Romantik. Ja, auch die Nixe gehört durchaus zur Romantik, und zwar zur dunklen, zur gefährlichen Seite der Romantik. Es gibt einige Gedichte von Eichendorff, wir haben auch ein Video dazu gemacht, wo eben deutlich wird, dass eben die Romantik eben nicht nur was Schönes ist mit Mond und Kerzenschein und solchen Geschichten, sondern eben auch solche Dinge dazu gehören, solche Gefahren, aus denen man nur knapp entkommt hier. Und wir haben hier drei Störstellen, die mit der Nixe zusammenhängen, und hier eine Störstelle, die man doppelt anders, die man unterschiedlich interpretieren kann. Entweder ist das lyrische Ich hier noch unter dem Einfluss der Nixe, wird dann durch die Morgenglocken gerettet, oder aber die Morgenglocken werden hier schon mit ihren Klängen als eine positive Störung empfunden. Vielleicht ans Ende noch für die, die Gedichte interpretieren müssen, hier die sogenannte Intentionalität, ne, die Absicht, die Aussage, nicht des Autors, sondern bei fiktionalen Texten, literarischen Texten, immer des Textes. Was sagt das Gedicht aus? Eben einmal die Natur, die auch verwirrt und die noch besonders Bedrohung ausstrahlen kann durch eine Nixe, durch ein Zauberwesen. Und gerettet wird man durch Morgenglocken. Und die stehen ja auch für Kirche. Und wer sich ein bisschen mit Eichendorff beschäftigt hat, weiß, dass er die Religion immer als einen Rettungsausweg empfunden hat aus solchen Bedrohungen. Ja, wir hoffen, wir konnten euch zeigen, dass zumindest manchmal der Rhythmus auch sich in die künstlerischen Mittel aufnehmen lässt. Das haben wir hier auch dann nochmal formuliert. Das Ganze packen wir in die Dokumentation. Dort könnt ihr das euch dann, ja, hier muss noch eine kleine Änderung gemacht werden. Nacht schreiben wir doch lieber nur mit T am Ende. Aber dann könnt ihr euch das runterladen und in Ruhe nochmal anschauen. Und ansonsten, wie immer, ne, hier findet ihr die Seite, wo wir die Dokumentation dann verzeichnen. Dort findet man auch die anderen Lernvideos. Und in dem entsprechenden Ordner, auf der entsprechenden Seite, kann es dann auch Aktualisierungen oder Korrektur von Fehlern auch vielleicht noch geben, die wir nachträglich festgestellt haben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, denn es könnte ja auch sein, dass das nächste Video wieder interessant für euch wird. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Erfolg.